In der letzten Woche haben wir darüber gesprochen, dass die Volatilität massiv angestiegen ist und dass die Gefahr einer größeren Korrektur vor der Haustür steht. Heute kommen weitere Indikationen dazu, die eine Top-Bildung nahelegen und damit eben auch zumindest eine Korrektur, wenn nicht sogar das Ende des Aufwärtstrends. Ob das wirklich so ist und welche Anzeichen das sind, mehr dazu in meinem heutigen Wochenausblick. Es ist schon spannend zu sehen, was gerade an den Märkten passiert. In der letzten Woche haben wir einen starken Anstieg der Volatilität gesehen, die leicht zurückgekommen ist. Jetzt allerdings dafür sehen wir in vielen Aktien eine Art Top-Bildung. Und das birgt einfach die Gefahr, dass wir jetzt zumindest eine ausgewogene Korrektur bekommen, vielleicht sogar mehr. Und das schauen wir uns jetzt im Detail an. Das heißt, wir werden nicht nur heute auf die großen Indizes schauen, sondern wir werden uns auch 5 Einzelwerte anschauen, wo wir ablesen können, was in den nächsten Tagen und Wochen mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren wird. Zunächst natürlich mal, wie üblich, der Blick auf den S&P 500 Index. Und hier haben wir natürlich in der letzten Woche steigende Kurse gesehen. Das ist auch nicht ganz unüblich in der Woche vor dem großen Verfall. Und danach werden eben die Karten komplett neu gemischt. Denn wir hatten ein Auslaufen der Futures und Optionen gehabt. Und das führt natürlich dazu, dass dann im Nachgang es oft zur Umkehr des bisherigen Trends kommt. Und das haben wir hier auch schon gesehen. Wir haben das schon gesehen, dass wir am Donnerstag sehr hohes Handelsvolumen hatten, auch am Freitag nochmal hohes. Hier ist es auch ein bisschen schon bergab gegangen. So, und jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie geht es hier weiter. Also nur alleine der Blick jetzt hier auf den ES, also auf den Future für den S&P 500 Index, würde man nicht ableiten auf den ersten Blick, dass hier Gefahr droht. Wenn man allerdings auf die Umsätze schaut, dann liegt es das schon nahe, weil die Umsätze sind deutlich, deutlich höher. Der Blick auf den Nasdaq zeigt hier allerdings doch ein ganz anderes Bild. Wir sehen hier, dass wir hier schon in den letzten 2 Wochen eher seitwärts gelaufen sind. Ich zeichne das hier auch mal ein. Das ist so eine Art kleine Seitwärtsphase, die wir sehen. Wir haben hier dann tatsächlich auch gesehen, dass es hier nochmal einen Ausbruch nach oben gab, dass es hier nach unten gebrochen ist und so weiter. Das spricht eben dafür, dass es hier in die Konsolidierung geht. Das haben wir auch in vielen Einzelwerten im Nasdaq in der abgelaufenen Woche gesehen, die doch deutlich, deutlich zur Schwäche geneigt haben. Aber auch hier das Handelsvolumen dann tatsächlich erst sehr niedrig gewesen in der Konsolidierung und dann hier massiv angezogen. Auch schon am Donnerstag, also nicht nur am Freitag mit dem Verfallstag, sondern eben auch schon am Donnerstag. Spannend wird es also gleich werden, wenn wir uns in einzelne Aktien uns anschauen, weil da werden wir sehen, wo die große Gefahr lauert und wie wir als Trader damit umgehen sollten. Werfen wir einen Blick auf den deutschen Markt, auf den DAX. Und hier sieht es so aus, als wenn die Welt gar nicht besser sein könnte. Vor allen Dingen sieht man hier dieses Kurs Plus, was hier entstanden ist. Und da muss ich leider ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Das hat damit nur zu tun, dass wir am Freitag den größten Verfall hatten und dadurch die neuen Futures natürlich jetzt mit in den Chart hineingekommen sind, die natürlich deutlich höher notieren als der alte Future, weil die Preise setzen sich natürlich immer zusammen aus dem aktuellen Preis plus oben die Zinsdifferenz, die oben noch draufgesetzt wird, weil der Future läuft ja 3 Monate und das wird natürlich aufgepreist. Das sieht man oft im Chart hinterher nicht mehr, weil wenn die Charts adjustiert werden, dann wird das wieder so sein, als dass es hier angeklickt wird. Das dauert im Regelfall 2 bis 3 Minuten, also lasst euch davon nicht in die Irre jagen. Und trotzdem muss man sagen, dass der DAX natürlich deutlich, deutlich besser aussieht als beispielsweise der S&P 500 und noch viel besser natürlich als der Nasdaq. Doch wo droht jetzt am Ende die Gefahr? Wir haben in der letzten Woche sehr stark thematisiert, dass ein Indikator auf jeden Fall in euer Portfolio gehört, nämlich die Volatilität. Man kann hiervon so viele wichtige Dinge ablesen, wie zum Beispiel, wenn plötzlich die Volatilität massiv ansteigt, dass hier ein erhöhter Absicherungsbedarf vor allen Dingen von vielen großen Adressen ist und dass hier eine Gefahr einer Korrektur, wenn nicht sogar eines Crashs, möglich ist. Das haben wir in der letzten Woche gesehen. Der Markt hat sich dann aber tatsächlich in der Woche wieder beruhigt. Schon am Dienstag ging es weiter
bergauf. Und daran mit verantwortlich ist natürlich der Verfallstag, weil im Regelfall tatsächlich die Kurse vor dem Verfallstag nochmal ansteigen. Wenn wir jetzt auf einzelne Aktien uns das Ganze jetzt mal anschauen, dann möchte ich euch zeigen, warum wir übervorsichtig sind. Das heißt, wir werden keine großen neuen Positionen aufmachen. Wir haben in der letzten Woche nicht eine einzige Position neu aufgemacht, weil es einfach zu unsicher war. Die bestehenden Positionen sind natürlich weitergelaufen. Ich habe in der abgelaufenen Woche mehr als 2% Performance gemacht. Wir haben das gestern schon bei Insta in meiner Story gepostet. Ihr findet das natürlich auch auf meiner Webseite, wenn ihr euch das interessiert. Da könnt ihr natürlich auch immer meine Performance Woche für Woche nachverfolgen unter mariolüdemann.com. Dort lasse ich jede Woche meine Performance veröffentlichen. So, schauen wir jetzt einmal, was ist hier passiert. Also ihr könnt es hier ganz gut sehen, woran man erkennen kann, dass wir uns Richtung Top-Bildung bewegen und dass die Gefahr halt immer größer wird. Fangen wir an mit CDW. Wir haben hier einen Ausbruch gesehen und danach konnte der Markt sich hier nicht durchsetzen, sondern ist sofort wieder in eine Korrektur gegangen. Sie ist gar nicht im Preis so stark nach unten gelaufen, aber neue Höchstkurse konnten sich hier nicht durchsetzen. Das ist etwas, was wir in den Wochen davor immer gesehen haben. Auch hier wieder, ein neues Hoch ist hier entstanden und danach ist der Markt wieder heruntergegangen. Auch hier wieder, der Markt macht neue Hochs, fällt aber auch hier wieder sofort in sich zusammen. Das ist ein Bild, was dafür sorgt, dass man hier vorsichtig agieren sollte. Ihr solltet immer mehrere Faktoren mit zusammennehmen. Das ist eben Teil, auch was wir bei uns im Mentoring eben sehr, sehr viel machen, eben nicht nur auf einen Chart zu schauen, sondern eben auch auf das Muster zwischen den Zeilen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und davon gibt es eben sehr, sehr viele, auch hier bei CEH. Schaut euch das an. Wir haben hier einen Ausbruch gehabt. Hier einmal, der Markt ist hier nach oben gelaufen, alles sah gut aus. Und dann gab es hier mehrere Korrekturtage, wo die Schlusskurse deutlich schwächer waren als beispielsweise die Eröffnung. Dann gibt es wieder ein neues Hoch. Der Markt ist hier wieder rübergelaufen und das gleiche Spiel in Grün. Keiner unserer Kunden würde auf die Idee kommen, hier solche Ausbrüche zu handeln, weil das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Denn ihr seht hier ja, dass es hier wirklich nicht nur kleine Bewegungen waren, sondern dass es hier wirklich doch relativ große Abwärtsbewegungen hier gegeben hat und das hier auch noch dann mit erhöhtem Volumen. Also da müsst ihr einfach aufpassen. Das sind immer Warnzeichen wie letzte Woche, beispielsweise bei der Vola, die sich zwischenzeitlich wieder beruhigt hat, aber jetzt auch hier Top-Bildung. Es gibt ganz, ganz wenige Aktien, die wirklich richtig, richtig gut aussehen. Wir haben das heute Morgen im gemeinsamen Screening, in unserem Mentoring uns angeschaut. Natürlich gibt es viele Aktien, die grundsätzlich nach oben streben. Das ist ja auch hier der Fall. Aber, es gibt unfassbar viele Aktien, die genau ein solches Muster aufweisen. Hier bei Citigroup kann man es genauso sehen. Auch hier geht es Stück für Stück wieder nach oben und es geht wieder bergab. Und auch dasselbe hier wieder. Der Markt geht rüber und fällt wieder in sich zusammen. Das sind einfach Muster, die sich immer und immer wiederholen. Auch hier, wenn wir uns das anschauen, dasselbe Muster. Und wenn ihr hier wach seid, dann kann das so viel Geld sparen, weil das Geld wird ja im Trading an unterschiedlichen Punkten gewonnen und verloren. Und hier ist es eben so, dass man mit wachem Auge gar nicht erst in den Verlust hineinläuft. Doch die meisten Trader, ihr wisst es, 80-90% der Trader da draußen, ihr braucht ja nur bei den Brokern auf die Seite zu gehen, machen keine Gewinne. Bei uns im Mentoring ist es genau umgekehrt. Warum? Weil wir genau darauf achten, dass wir eben nicht in solche Aktien hineingehen, dass wir genau darauf schauen, wo wollen wir denn wirklich investieren, wo wollen wir als Trader mit dabei sein, dort, wo das größte Momentum ist und ansonsten natürlich nicht, weil wenn man solche Aktien handelt, solche Ausbrüche mitgeht, dann darf man sich als Trader nicht wundern, warum man verliert. Dasselbe gilt auch für ABBV. Auch hier seht ihr, dass es immer wieder neue Hochs gegeben hat, Stück für Stück, wenn ihr hier die Horizontalen zeichnet und der Abverkauf. Es gibt dasselbe wieder, das Hoch hier und es geht runter und es geht runter. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Indizes zeigen, gerade was den Technologiesektor Nasdaq anschaut, wir sind seitwärts bis leicht abwärts gerichtet, da Vorsicht. S&P 500 sieht eigentlich auf den ersten Blick gut aus, aber auch hier ganz, ganz viele Warnzeichen. Wie gesagt, wir haben uns sehr viele Aktien heute angeschaut im Rahmen des Mentorings und viele dieser Aktien bergen genau dieses Potenzial, also genau dieses Bild. Das deutet nicht darauf hin, dass wir in einen Crash laufen,
Nein, das wäre zu weit gesprungen. Aber die Gefahr ist riesengroß, dass es in eine Konsolidierung läuft oder dass ihr zumindest, wenn ihr die Ausbrüche mithandelt, hier häufig eher große Verluste erleidet. Und genau das führt ja langfristig dazu, dass eure Performance weit, weit, weit zurückgeht. Wenn wir uns anschauen, wie hoch ist die Performance unserer Kunden, das ist ja sensationell. Wir veröffentlichen das ja jede Woche auch in unseren Stories immer wieder oder auch bei uns unter Markttechnik erfolgreich handeln, wie unsere Kunden performen. Letzte Woche, also nicht die abgelaufene Woche, sondern die Woche davor, gerade werden die aktuellen Daten erhoben. Die besten Trader 7%, 10%. 20% in einer einzigen Handelswoche. Warum? Weil der Unterschied einfach der ist, dass man hier eben genau das sieht. Dass wir wissen, worauf müssen wir als Trader achten. Also, schau dir die Indizes an und schau dann aber auch genau auf die einzelnen Aktien. Weil wenn du einen geschulten Blick hast, dann wirst du diese Dinge im Vorfeld sehen und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Dafür ist der Handelsplan da und dafür ist eben genau dieser Ablauf, den du brauchst als Trader über den Handelsplan, den Einstieg, das richtige Stoppsystem und dann am Ende des Tages tatsächlich auch noch im Trading Journal auswerten, was richtig gut läuft. Wenn du diese Dinge zusammenbringst, genau das haben wir auch gestern bei Rendite Unlimited besprochen, dann hast du die Chance, ein richtig, richtig großer Trader zu werden, der kontinuierlich hohe Renditen von 1, 2, 3% und mehr in der Woche zu erzielen. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Handelswoche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.